Es klingt jedenfalls nach dem letzten DLC. Und ja, vergessenes Heiligtum, das ist das letzte DLC. Die Erzmagierin Lengarth hat mich auf meinem Schiff besucht und vor der drohenden Gefahr aus dem Schwarzen Inseln gewarnt. Sie erbat meine Hilfe bei der Suche nach der Erzmagierin Maura, die nach einem Weg suchte, um Eotas aufzuhalten. Sollte ich auf jeden Fall Alof und sie auch mitnehmen? Hey. Sie ist aber, soweit ich weiß, auch eine Zauberin. Dann habe ich zwei Zauber. Muss nicht unbedingt schlecht sein, zwei Zauberer in der Gruppe zu haben. Nehme ich sie statt Seraphine mit? Gut. Aber jetzt erst einmal nach Stauholz. Da will ich jetzt eigentlich nur mein Schiff wechseln. Ey, das kann noch ein bisschen auf den fliegenden Henker warten oder ihn begutachten, während er im Hafen liegt. Ich glaube nämlich nicht, dass Edis mich jetzt betrügen würde. Sie würde nämlich wissen, worauf das hinausläuft. Oh, wir haben wieder maximale Moral. Das heißt, ich kann das Essen wieder ein bisschen umstrukturieren. Brauchen wir ja nicht so viel Essen. Wobei ich könnte noch mehr Reis oder was anderes kaufen, wenn ich dann schon in Stauholz anlege. Dumm. So, das heißt Vorräte kaufen. Ja, Reis. Herzhaftes Frühstück. Nee. Schiffszwieback könnte ich jede Menge kaufen. Der rote Traum. Kampfgeschwindigkeit und Rumpfzustand. Aber ich habe, glaube ich, schon. Was sagt denn der aufkommende Sturm? Schwarzholzrumpf. Ja, gut, ich habe den Schwarzholzrumpf. Aber was kann ich hier noch an Segeln kaufen? Sturmwindsegel. Was haben wir gerade für Segel? Ja, die Sturmwindsegel, die wären gar nicht mal so schlecht. Vitrax-Seidensegel macht's nicht gerade besser. Baumwollsegel, nee. Und ansonsten nur Palmsegel. Ja, das heißt, ich kaufe mir mal das Sturmwindsegel. Kampfgeschwindigkeit und Reisegeschwindigkeit. Kaufen wir zur Sicherheit noch 50 medizinische Dinger und ja, Reis. Na, nicht so viel. 300 dürfte reichen. So, dann Schiffsplanung. Also hier könnte ich, kann ich das glaube ich planen, oder? Ja, kann ich nicht. Ich muss nach Nikataka. Ich habe aber schon mal den Schwarzholzrumpf. Das macht zwar meinen Segelzustand runter, aber macht meine Geschwindigkeiten besser. Ansonsten habe ich keine Segel. Ich habe nur das hier. Und das Segel kann ich, soweit ich weiß, nicht tauschen. Nee. Das heißt, es geht nach der Kataka. Könnte Captain Tennig in seiner Schunke jetzt überfallen und entern? Nee. Ach ja, Nahrung. So, jetzt haben wir wieder mehr als genug Nahrung.
Wo müssen wir dann hin? Wohin von Pococuara, Tikavara? Saal des Unsichtbaren. Da war ich doch schon. Oder nicht? Nein, da war ich noch nicht. Hab doch die Labyrinthinsel. Aber hier hat sich was geändert. Hier, seht ihr, hier ploppen ziemlich viele leuchtende Dinger auf. Interessant. So. Schiffsverwaltung. So. Aktives Schiff. Gut, jetzt alle wieder zurück, wo sie hingehören. Matrose. Kanonier. Kanonier. Steuermann. Noch ein Kanonier. Chirurg. Noch ein Kanonier. Matrose. Du nichts, du Koch. Du bist Matrose gewesen, du bist Navigator gewesen, du bist auch Matrose. Darf ich mal fragen, wo zur Hölle unser Bootsmann übrig geblieben ist? Ernsthaft, wo ist unser Bootsmann? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Wann habe ich meinen Bootsmann verloren? Da habe ich irgendwas falsch gemacht und er ist verschwunden? Ich will ja nichts sagen, ich bin gerade hart verwirrt. At once. Weil die Quest müsste ich eigentlich gemacht haben. It took me entirely too long to learn to do the same. Oh, Xoti und Alof hatten was zu bereden. Also Alof sagt, ich bewundere dich, Xoti, weil du an deinem Überzeugung festhältst, sogar gegen den Wunsch deiner Vorgesetzten. Meinst du das ernst? Weil ich dachte, du würdest mich nicht besonders mögen. Ich meine, er ist ernst. Ich habe viel zu lange gebraucht, um das zu lernen. Also nee, hier ist er nicht. Und die Gesellschaft ist zu gerade. Ich habe meinen Bootsmann verloren. Wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt geht und ich habe keine Lust, gerade drüber zu philosophieren. Ist mir auch gerade egal, wir kommen auch den Rest des Spiels ohne Bootsmann aus. Ist trotzdem kacke.
Also ja, ich muss sagen, wir sind jetzt recht schnell. Außer ich habe irgendwie immer noch gerade Geschwindigkeitsboost an. So. Ja, habe ich irgendwie noch. Achso, ja, da oben. Da ist es. Wegen meiner Aufnahmeanzeige habe ich das ja schon übersehen. Hä? Jetzt sind hier überall Tentakeln. Schweinefleisch? Noch mehr Schweinefleisch. Hier Flügel. Haifischfleisch, ernsthaft, Leute. Reptilienaugen, okay. Okay. Als du herankommst, schwingt die Tür auf, fast als hättest sie dein Eintreffen geahnt. Ich war hier aber schon einmal drin. Hier sollte ich sie ja treffen. Ja, und da ich ja alles gelöst habe hier am Rätsel, ist auch alles offen. Tempel der Offenbarung. Oh. Ist das neu? Habe ich das letzte Mal übersehen oder gab es da unten einfach nur nichts? Ah ja, das hier ist einfach nur ein Irrgarten. Also wenn ich es mir hier so auf der Map ansehe, einfach nur ein Irrgarten. Da rein, da rum, da hoch, da rum. Da lang, da hoch, da lang. Oh, und da ist sie auch. You came as requested. Excellent. Bist gekommen wie gefordert, Herr Owald. Here we are. A moment, if you would. Ich glaube, der Eingang ist. Ah, da wären wir. Einen Augenblick, bitte. Lengard ist in eine erst vor kurzem geöffnete Kammer unter dem Saal der Unsichtbaren hinabgestiegen. Sie bat mich, sie zu begleiten. Und ich habe vergessen, meine. Ah, der geht schneller, wenn wir laden. Also, das geht sogar schneller, wenn wir das hier laden. Einfach nur mal mit Speedboost hinsegeln, alles einsacken. So, aber als erstes sie rein und sie auch ausrüsten. Haben wir nicht eine legendäre Robe gehabt? Ne, eine außergewöhnliche, die dürfte es auch tun, außer wir haben was Besseres. Bescheidenheit, ne. Helm und Umhang mäßig hatten wir auch was.